Also, zunächst mal, ich meine, wir sind uns ja im Prinzip einig, wo es auf die Sicht hin mit den Bürgerämtern hingehen muss und was da nötig ist. Da müssen wir ja auch an der Stelle nicht weiter diskutieren, aber hier geht es halt in der Tat darum, was in den nächsten Monaten nötig ist. Missverständnisse möchte ich gern ausräumen. Erstens, es geht hier in keiner Weise um irgendwas, was man als Musterbürgeramt bezeichnen könnte. Es geht, wir haben jetzt den Begriff verwendet im Antrag Bürgeramt Light. Es geht halt um eine Spezialisierung auf Meldeangelegenheiten und wegen dem, was Sie angesprochen haben. Es geht auch nicht um eine neue Superbehörde oder Nebenbehörde. Es geht wirklich um eine temporäre Einrichtung, die einige Monate lang existiert und dann wird sie aufgelöst. Und was die Stellen angeht, da geht es ja nicht darum, die irgendwie doppelt zu verwenden oder dann irgendwo hin und her zu schieben. Es geht darum, die früher einzusetzen möglich. Und das ist der Hintergrund dieser Ausbildung. Es geht nicht darum, dass die Leute dann keine Ahnung davon haben, was sie da tun. Es geht darum, dass die Leute dann auf die spezielle Aufgabe, auf die sie dann kurzzeitig ausgerichtet sind, auch punktgenau qualifiziert sind, damit man sie so früh wie möglich einsetzen kann. Das andere Missverständnis betrifft die Änderung der Verfassung, die Sie angesprochen haben. Das handelt sich tatsächlich, und so hat es der Senat auch im Rechtsausschuss korrekterweise dargestellt, lediglich um eine redaktionelle Änderung, mit der eine missverständliche Formulierung der Verfassung an das angepasst wird, was bereits Praxis ist in der Umsetzung des Wahlrechts. Das ist also leider keine Effizienzsteigerung, die davon zu erwarten ist.